Die Verschärfung des gemeinsamen Asylsystems der Europäischen Union, GEAS, ist nach jahrelangem Ringen unter Dach und Fach. Das Europäische Parlament in Straßburg verabschiedete das Regelwerk am Mittwoch. Begleitet wurde das Votum von Protesten, trotz Ermahnungen von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Gegner des Gesetzes forderten, mit Nein zu stimmen. Auch vor dem Parlamentsgebäude wurde scharfe Kritik an der Reform geübt. Wir sind gegen diesen Migrationspakt, weil nichts verbessert wird. Es werden Sachen verschlimmert, es werden die Menschenrechte eingeschränkt und ja, die Menschen dadurch noch mehr in Gefahr gebracht. Die Reform sieht schärfere Kontrollen vor, um härter gegen illegale Migration vorzugehen. Im Kern soll es direkt an den Außengrenzen sogenannte Grenzverfahren für Menschen geben, die in Europa kaum Aussichten auf ein Bleiberecht haben. Die Verfahren sollen 12 Wochen dauern. Während dieser Zeit sollen die Menschen in Camps an den Grenzen untergebracht werden, was von Menschenrechtlern scharf kritisiert wird. Weiteres Element der Reform ist, dass anerkannte Asylbewerber dann auf alle EU-Staaten nach einem Schlüssel verteilt werden. Lehnt ein Land die Aufnahme nach den Quoten ab, ist eine Strafzahlung fällig. Gegenaufnahmen sperrten sich seit 2015 vor allem Ungarn und Polen. Schließlich soll es eine Liste mit sicheren Herkunfts- und Transitländern geben, in die in Europa ankommende Menschen abgeschoben werden können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte den Schritt einen großen und sehr wichtigen Erfolg. Bundeskanzler Scholz schrieb auf der Plattform X von einem historischen, unverzichtbaren Schritt, der die irreguläre Migration begrenze und die Länder endlich entlaste. Zehntausende Menschen versuchen jedes Jahr, zumeist von Nordafrika aus, nach Europa zu gelangen. Nach UN-Daten haben alleine in diesem Jahr bereits mehr als 46.000 Menschen die Europäische Union über illegale Wege erreicht. Nach Schätzungen haben dabei etwa 400 Menschen ihr Leben verloren. Die meisten ertranken im Mittelmeer. Am Mittwoch wurden auf der griechischen Insel Chios die Leichen von 3 ertrunkenen Minderjährigen an Land gebracht. 19 Geflüchtete konnten gerettet werden. Wie die griechische Küstenwache mitteilte, war ihr Schlauchboot auf einen Felsen aufgelaufen und gekentert.